jeder geht pilgern, alle Erwachsenen. Und wir haben gedacht, nee, das ist ja auch mal was für Kinder. Und viele haben gestaunt, gibt's sowas? So Pilgern mit Kindern, wo gibt's denn sowas? Ich denke, das machen nur Erwachsene. Ja, das Besondere für mich ist, einfach die Kinder zu hören und mitzuerleben, wie sie nochmal so ins Staunen kommen. Und hier gibt es sehr vieles zu staunen und zu bewundern. Die Natur, der Weizen, wir haben Wegimpulse. Was ist ein Wasserteich? Warum gibt es so viele Eichen hier? Welche besonderen Tiere gibt es, wie Biber und Eisvögel? Und all das lernen wir auch so zwischendrin kennen. Wir haben entdeckt, dass die Kinder sehr viel Lust da haben, nochmal rauszukommen und von den elektronischen Medien wegzukommen. Auch hier ist ja kein Handy erlaubt. Wir verzichten darauf ganz bewusst, um uns ganz auf die Natur einzulassen. Darüber nachzudenken, die Schöpfung zu erhalten. Deshalb machen wir sehr viel Halt, fragen danach, was für Bäume es gibt. Oder wenn wir jetzt an der Ausgrabungsstätte sind, was war hier früher gewesen. Wir sind nicht allein unterwegs, wir sind mit uns unterwegs und mit Gott. Also wenn man mit Kindern pilgern geht, dann sollte man auf jeden Fall Geschichten im Gepäck haben. Biblische, außerbiblische Märchen oder Legenden. Kinder lieben Geschichten, wie Erwachsene auch. Und aus diesen Geschichten holen sie ganz viel für sich selbst.